Ihr seid machtvolle Wesen. Du bist mehr wert, als wir in der Lage sind, es dir beschreiben zu können. Und du willst an diesem Sweet Spot, diesem idealen Punkt der Schöpfung sein, an dem du alles durchmischt hast. Du hast den ersten Schritt getan. Das Leben hat dich dazu gebracht, zu wünschen und zu wünschen und zu wünschen. Und während du gewünscht hast, hast du die Raketen des Verlangens in diesen Vortex hineingeschleudert, wo die Quelle geantwortet hat und geantwortet hat und geantwortet hat. Schritt 2 ist passiert. Schritt 1 ist passiert. Schritt 2 ist passiert. Und jetzt ist deine Arbeit Schritt 3. Du musst in den empfangenden Modus gelangen. Du musst dich darauf einstimmen, damit du dieses Gefühl der Übereinstimmung empfängst. Verstehst du? Und in Schritt 4 wirst du einfach richtig gut darin. Du beherrschst es. Du wirst richtig gut darin. So wie Esther an diesem Morgen. Sie ist nicht perfekt, bei weitem nicht. Aber sie weiß, wann sie davon abliegt und was sie dagegen tun muss. Und manchmal tut sie etwas dagegen und manchmal muss sie warten, bis sie wieder gut geschlafen hat, um am nächsten Morgen wieder anzufangen. Und dann ist Schritt 5 unser Lieblingsschritt für dich. In Schritt 5 bist du nicht mehr wütend auf dich, wenn du wieder bei Schritt 1 bist. Schritt 5 ist, wenn du die Vollkommenheit des Kontrasts akzeptierst, der im Vortex immer und immer mehr hervorbringt. Kannst du dir vorstellen, was dieser unendlich intelligente Vortex des kollektiven Bewusstseins ist, den die Milliarden von euch gemeinsam erschaffen haben? Kannst du dir vorstellen, worum du gebeten hast und was die Quelle dir geantwortet hat? Kannst du dir dein individuelles und kollektives Potenzial vorstellen, wenn du dich in den empfangenden Modus begibst und von deinem Weg des geringsten Widerstandes aus das empfängst, was für dich bereitsteht, es zu verstehen, es auszubrüten und es zu tun? Du verstehst, dass der Weg des geringsten Widerstandes, also der Weg, auf dem die Quelle in der Lage ist, dir zu antworten, auch wenn du überall auf deinem Weg Widerstand geleistet hast. Die Quelle kennt deine Widerstände und führt dich um sie herum, über sie hinweg, unter ihnen hindurch und durch sie hindurch. Die Quelle sagt nie, dass du all diese Widerstände loswerden musst, sonst sagen wir dir gar nichts mehr. Die Quelle bietet dir einfach immer wieder etwas an und noch etwas und noch etwas. Du sagst, ich bin zum Hafen gegangen und hab mein Schiff verpasst. Und wir sagen, es gibt noch eins und noch eins und noch eins und noch eins. Es gibt einen nicht enden wollenden Strom von Führung, Hilfe, Klarheit, Unterstützung und Wissen, der dir angeboten wird. Aber du musst in den empfangenden Modus gelangen. Wenn du das tust, ist jeder Tag voll von köstlich vorzüglichen Interaktionen, bei denen du das Potenzial, das du in deiner physischen Erfahrung erahnt hast, verwirklichen kannst.